So, Servus, Grüezi und Hallo allerseits. Ich bin's mal wieder, der Bono, mit einem tollen Tutorial zu FIFA 15 hier bei Kicker eSport. Heute mal wieder mit ein bisschen was zu Theoretischem, so als Grundlage für euch alle, und zwar ein relativ aktuelles Thema. Und zwar gehe ich heute mal ein bisschen auf Tiki-Taka ein. Ja, also quasi etwas, das gerade ja, in der Champions League diese Saison, in der Halbfinalpartie Bayern München gegen Barcelona sicherlich eine Rolle spielt. Denn nicht zuletzt hat der FC Bayern München ja mit Pep Guardiola derzeit den Trainer, der sich für die Entwicklung dieses Tiki-Taka-Spielstils verantwortlich zeichnet. Und ich habe hier auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Zwar ist das hier eine 3-5-2-Formation. Ja, und ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie könnte man Tiki-Taka mit dem FC Bayern München spielen. Denn der FC Bayern München eignet sich aufgrund der Spieler relativ gut dafür. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein und erkläre auch, was im Grunde dann hiermit Tiki-Taka technisch gespielt werden sollte. Also Tiki-Taka ist ja, wie jeder grundsätzlich vermutlich wissen sollte, etwas, das auf kurzen Pässen basiert. Ein Spielstil, ja. Und nicht nur auf kurzen Pässen, sondern auch zeitgleich auf Ballbesitz. Ja. Und der einzige Faktor, der dann beim Tiki-Taka-Spiel ein bisschen ausgeklammert wird, ist die Schnelligkeit. Ja, quasi die Umschaltbewegung von der Defensive auf die Offensive. Ja, es fehlt gewissermaßen so ein gewisses Konterelement, könnte man sagen. Etwas, was den FC Bayern München beispielsweise gerade auch noch unter Trainer Jupp Heynckes sehr stark ausgezeichnet hat, was unter Pep Guardiola allerdings ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Nichtsdestoweniger spielt der FC Bayern München natürlich einen großartigen Fußball. Das muss man technisch so neidlos anerkennen, unabhängig davon, ob man die Bayern jetzt persönlich gut leiden kann oder nicht. Andere Sache. So, 3-5-2 sehen wir hier gerade. Dreierkette habe ich mir dazu zusammengebastelt, denn es geht natürlich darum, bei einem Tiki-Taka, bei einem ballbesitzorientierten eigenen Spiel mit einer Defensive zu spielen, die vor allen Dingen sehr weit vorne spielt. Ja, wählt also dazu am besten eine Taktik, die idealerweise offensiv, vielleicht sogar zwei Striche in die Offensive geht und irgendwas, was ungefähr taktisch, technisch auf hoher Druck basiert. Wir haben im Zweifelsfall hoher Druck selber auch auswählen. Dann geht es darum, relativ schnell den Gegner zu doppeln, anzugreifen und zu doppeln. Bei den Bayern kann man das relativ gut machen, denn man hat hier einige Spieler dabei, die über gute Arbeitsraten verfügen, über sehr ordentliche Schnelligkeitswerte und auch noch über eine nicht zu vernachlässigende körperliche Komponente, wie zum Beispiel Thomas Müller. Der hat Sprintgeschwindigkeit, Antritt und sowas, das ist alles ganz gut, aber hat auch ein bisschen Stärke und ist eben 1,86 groß. Beide Arbeitsraten sind hoch, das ist super. Der arbeitet optimal mit. Das ist also quasi ein Top-Beispiel für den FC Bayern. Auch Lewandowski vorne ist natürlich Standardstürmer, hat immer ein Hoch und Mittel. Wenn man die Anweisungen so setzt, dass er definitiv vorne auf die Abwehrkette drauf geht, dann kann auch das sehr gut funktionieren. Es geht also darum, definitiv den Ball früh zu erobern, dann mit kurzen Pässen zu spielen. Das heißt, man muss auch relativ viele Passmöglichkeiten sich irgendwie offen halten, gerade wenn der Gegner relativ kompakt steht, vielleicht sogar relativ defensiv und auf Konter aus ist. Und man muss eben selber das Spiel machen, dann ist es notwendig, relativ viele Anspielmöglichkeiten zu haben. Deswegen fünf Mittelfeldspieler hier mit Götze im Zentrum, links Ribéry, rechts Robben, quasi die Flügelzange Robbery. Unglaublich gut. Defensives Mittelfeld habe ich hier Alonso und Schweinsteiger gewählt. Je nach Gusto kann man natürlich auch Philipp Lahm wählen, aber Alonso hat halt super Passwerte und außerdem ist Xabi Alonso einfach der Gehirn. Ja, also wer ohne der Gehirn spielt, der kann halt auch keine gehirnigen Pässe erwarten. Schweinsteiger, ja, ist einfach ein standardmäßiges Tier, spätestens seit dem WM-Finale in Deutschland ja sowieso Kult. Alaba habe ich mir gewählt, Benatia Boateng, Lahm eben wie gesagt außen vor. Hat ein bisschen Gründe davon, dass er erstens nicht so schnell ist, zweitens nicht sonderlich groß. Und das möchte ich halt zumindest einigermaßen alles haben bei jedem Verteidiger. Das bringt auch David Alaba mit. Natürlich Sprintgeschwindigkeit 86, Antritt 86, 10 und er ist immerhin 1,80 groß. Damit kann Philipp Lahm eben nicht den Benatia dann hier als langsamster innen, das ist wichtig, Boateng, sonst derjenige, der eventuell noch auf außen gehen kann, aber das muss nicht sein. Alle Bayern ja außerdem sonst noch mit guten spielerischen Werten. Das heißt, Tiki-Taka mit dem FC Bayern München von meiner Seite aus. Daumen hoch, probier es mal ein bisschen aus. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr mit einem Spielstil, der auf Abwarten beruht, viele Gegner auf einem falschen Fuß erwischen könnt und auch euer eigenes Spiel eventuell ein bisschen verbessert. Auch wenn ihr später wieder eben mit einem anderen Team oder sowas spielen solltet, das sind ja Erfahrungen, die ihr mitnehmt, die euch zu einem kompletteren FIFA-Spieler machen. In dem Sinne, danke, ich hoffe, euch hat das Tutorial ein bisschen gefallen, ein bisschen angeregt und ich wünsche euch damit viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.